Moin Moin! So, ich habe das neulich mal angekündigt. Ich will mal die Buschbox für euch testen, obwohl es gibt ja genug Tests mittlerweile davon. Ja, würde ich sie mal auspacken und anfangen, weil ich werde noch frühstücken. So, da drin ist sie. Muss ich sie erstmal zusammen. Das war Telefon aus. Gestern war ich hier im Wald und hat tatsächlich mein Junior-Chef es geschafft, mich anzurufen. Das ist manchmal echt zum Verrückten sein. So. Hat mir übrigens hier ein bisschen vorbereitet, hier aus dem umgefallenen Baum. Ein bisschen begradigt und das wird jetzt gleich mein Feuerholz werden. So, das ist es schon. Was man im Hintergrund hört, das ist Dynamit Nobel. Testen wir immer neue Munition, aber keine Gefahr für die Menschen im Wald hier, also das ist bekannt. Einmal einhaken. So, bevor ich das letzte kleine Seitenteil mit der Befeuerungsöffnung rein tue, kommt unten die Aschepfanne rein. Darüber das Aschenrost, wo das Tisch auch festhalten ist, klar. Schon ist sie fertig. Ja, hier hatte ich das auch schon mal vorbereitet für meine Buschbox. Ja, da wollen wir ordentlich was reinlegen. Übrigens, das ist Spiritus. Ist für mich einfacher oder ja, was Feuer machen angeht, da bin ich relativ faul. Ich mache es mir gerne einfach. Ich spüre jetzt einfach das Holz da ein. Und schon brennt. Kaffeewasser vorbereiten.
halber Liter Kaffee reicht, denke ich mal. Ja, und ich musste da nicht großartig überlegen, wie ich hier meinen Kaffee mache. Ich mag diesen Cowboy-Kaffee nicht. Ja, wie mache ich meinen Kaffee ohne Kaffeesatz im Becher zu haben und ohne eine Kaffeemaschine oder sowas mitzuschleppen? Das ist ganz einfach. Ich habe es noch in keinem Video gesehen. Ich weiß nicht, ob die Leute nicht drauf kommen oder ob die es nicht so lustig finden. Ich nehme die Kaffeepads, tue die da rein. Das ist einfach. Mein Göffel. Na, scheint noch ein bisschen zu nass zu sein, das Holz. Man muss halt ein bisschen tricksen. Ob man das sehen kann, wie die am Stochen ist. Ja. Ja, die geht schon ganz gut ab. Ich hole einfach mal die Kamera hier.
sich einfach nachzulegen mit bloßen Händen. Deshalb mache ich das hier mit dem Multitool. Schöneres als mit Holz zu brennen. Diese Opinels. Also ich habe am Anfang immer gedacht, das ist auch Spielzeug, guck sich das an, das ist doch nichts. Aber die sind so scharf, ich finde, die sind perfekt für die Outdoor-Küche. Also ich wollte nichts anderes mehr mitnehmen, für ich traue mir was zu essen noch. So, als nächstes hier ein Rutan Salami, luftgetrocknet, gar nicht mal so günstig, auch 7 Euro für 300 Gramm, aber war ganz sicher sonst nichts, wenn man am Kaffee kocht. Aha, kocht schon. Wenn man gesehen hat, wie wenig ich erst an Brennholz da reingetan habe und es ist jetzt schon am Kochen, kann ich dazu sagen, das Ding ist nicht verkehrt. So. Also Wasser habe ich eh immer genug dabei, sollte was passieren, ist die Flamme schnell gelöscht. Ich habe jetzt übrigens hier an dieser Stelle, wo ich mich befinde, hätte ich neulich vorgestellt, habe ich auch 3 Liter Wasser deponiert. Notfall. Aber eins ist übrigens klar, ich glaube, das macht wohl auch jeder von uns, dass man sein Camp anschließend wieder so verlässt, wie man es vorgefunden hat. Ich denke, das gehört sich einfach so, wenn ich jetzt hier alles mal so nebenhin schmeiße. Das bleibt da nicht liegen. Ich habe hier meine Plastiktüten, da kommt anschließend der ganze Müll wieder rein und dann zu Hause bei mir. Man hört hier übrigens auch sehr viele Fluggeräusche. Das liegt daran, dass hier in der Nähe der Köln-Bonner Flughafen ist. Man kann nicht die ganze Zeit machen, leider. Die Leute, die hier wohnen, die haben sich dran gewöhnt. Das macht keinen Spaß. So. Da ich absolut drauf stehe, morgens zum Frühstück schon richtig angenehm viel Fleisch zu bekommen,
ich mir hier noch eine Mettwurst mitgemacht. Ich hätte nicht gesagt, was als Mettwurst. So, die Buschbox. Schon komplett runtergebrannt. Will ich jetzt mal gleich was testen. Ich weiß nicht, ob man das schon mal jemand gemacht hat, eine Mettwurst zu grillen. Einfach mal versuchen. Da habe ich übrigens, steht zwar brauner Zucker drauf, aber da habe ich jetzt Milchpulver drin, weil ich mag meinen Kaffee nicht schwarz. Einfach hier oben auflegen. Oh, mal schauen. Ach, vielleicht. Wenn man pustet, übrigens, ganz dumme Idee, das Zeug drauf zu lassen. Mal gucken, ob das alles schmeckt. So. Ich mal die Kaffeepads hier rausfriemeln. Wie gesagt, das kommt nachher alles wieder mit nach Hause. Das lasse ich. Aber kuppeln sollen sie nicht. Also ich habe nur ein Stückchen Holz draufgelegt und schon ist das Ding wieder am Brennen wie Sau. Das ist Wahnsinn. Also für knapp 30 Euro oder lag unter 30 Euro. Ist das wirklich ein saugeiles Ding. Ja. Steht stabil drauf. Nach unten kann nichts rausfallen durch die Aschepfanne. Kaffee. Sieht aus wie Kaffee. Die Hände jetzt schon komplett dreckig habe, lasse ich einfach mit dem Upi nehmen. Und nochmal. Ja.
So, also man hat gesehen, wie einfach die aufzubauen ist. Die geht abzubauen, genauso einfach. Wie schnell das Feuer sich da drin entfacht. Man hat gesehen, ein bisschen, ganz wenig Holz eigentlich, was sich dafür durch die Kamin, durch den Kamineffekt, was sich dadurch für eine Hitze bildet. Ich weiß nicht jetzt, wie lange das gebraucht hat. Ich glaube, das waren so 8-9 Minuten, bis das Wasser da gekocht hat. 30 Euro, ich denke, das ist auch was für das kleine Portemonnaie. Von der Firebox würde ich für Schüler noch abraten, ist zu teuer. Aber es gibt ja auch irgendwann mal Weihnachten, Geburtstage, da kann man sich das von seinen Leuten wünschen. So, ich frühstücke. Ich möchte euch eigentlich nicht weiter zugucken lassen. Also, schönen Tag noch. Bis bald im Wald. Ciao. Tschüss. Übrigens, mal gucken, ob ihr die erkennt. Hier ist übrigens nochmal die Hütte, die ich gefunden habe. Wer auch immer das war. Ich weiß nicht. Und dann sähe die auch anders aus. Hier die 3 Liter gebunkertes Wasser. Schön fest. Das hier scheint wohl von den Leuten zu sein, die die Hütte hier gebaut haben. Hier nochmal ganz eindeutig zu sehen, dass ich meine, das wären Wildschweinspuren, also vom wenn die Fressbares suchen. So, hier nochmal mein Camp und ein bisschen was vom Wald.